So ein Sonntag im Winter ist schon was Gemütliches, gell? Mhm. Haus ist auch viel ruhiger. Ja, ich werde wieder ins Bett gehen und was lesen. Aber seit wann liest du? Seit gestern. Der Abdul hat mir ein Buch gegeben über Ägypten. Er sagt, dass seine Eltern bald nach Wien kommen. Und da möchte er mich ihnen vorstellen. Und da soll ich halt auch ein bisschen was über sein Land wissen. Ach so. Mhm. Ah ja, na, ich werde halt ein bisschen in die Zeitung reinschauen. Ach ja, der Schäutl und der Gneiser. 6 Kätzchen des Bezirksrats packt aus. Naja, und? Siehst du dem heute den Abdul? Nein. Er muss für eine Prüfung lernen. Er sagt, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Na geh. Nicht einmal am Sonntag hat man Ruhe. Oh. Ah, grüß Sie. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich wollte nur fragen, haben Sie vielleicht ein paar Biskopen? Ah, das weiß ich nicht. Da muss ich nachschauen. Kommen Sie weiter. Danke. Morgen. Morgen. Für was brauchen Sie denn die Biskotten? Die Birgit hat heute Geburtstag und da möchte ich ja Torten machen. Ach so? Wie alt ist denn? 5. Na, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und, wie tut es im Kindergarten? Ja, an und für sich eh ganz gut. Ja, na, in der letzten Zeit, da waren halt ein paar Kinder recht ekelhaft zu ihr, wegen meinen, ja, weil ich in der Bib schon arbeite. Hm. Vorgestern hat sie mich gefragt, Mama, was ist ein Hur? Geh. Ja, na, da können Sie sich mal vorstellen, wie die Eltern über mich daheim reden, seit da irgendwer die Geschichte in Umlauf gebracht hat. Die Leute sollen auf sich selber schauen. Sie stört das nicht? Gehen Sie uns auf. Sie haben ja keine Kontakte mit den Männern, oder? Na, da ist eine Glaswand dazwischen. Außerdem, ich mache das ehrlich gesagt nur, weil es relativ gut bezahlt wird. Also ich glaube, dass Sie eine gute Mutter sind. Und lassen Sie die Leute reden. Und wenn Sie wieder was brauchen, dann leiten Sie ruhig auch, gell? Danke. Also, schönen Sonntag noch. Ebenfalls. Wiederschauen. Wiederschauen. Wenn ich Sie bitten darf, da, wird Sie da unterschreiben. Jawohl, hier ist es. Richtig. Dankeschön. Ich wünsche einen schönen Tag. Wiederschauen. Baba. Alte Bursche. Nein, mein Gott. Darf ich Sie um eine kleine Unterschrift bitten? Wenn es wieder was wegen der alten Donau ist, unterschreibe nichts. Weil die kann von mir aus austreten. Kommt nicht so mal weniger Depperte her. Es geht nicht ums Wasser, nein. Aber Sie wissen doch, da sind ein paar Schweizer, die einen Film über Kaisermühlen machen und die uns als das Letzte vom Letzten bezeichnen. Um das geht's. Ja, gestern haben sie... Lass mich reden, Rosa. Wissen wir. Und sind dagegen. Alle Ausländer sind dort bleiben, wo sie hergekommen sind. Überhaupt die Schweizer. Geben sie her, ich unterschreibe. Ja, doch, bitte. Man könnte gleich eine Liste gegen die Ausländerbahn auflegen. Die können eine Retour nach Bosnien. Und die Menschen zum Arbeitsdienst, da hat es ihnen nämlich vergehen. Das sind doch Kinder, die brauchen eine Bewegung. Die sind nicht so alt wie wir. Aber was die Schweiz betrifft, die Schweizer sind ein anständiges Volk. Fragst du es einer nicht, die den Film da dran über uns? Eben, das ja auch. Red so. Nicht immer drei, wenn wir ihnen reden, Rosa. Geh mal. Das hab ich nichts gesagt. Ist eh gut. Ich hab ja nur gemeint. Wiederschauen. Wiederschauen. Wieder danke. Nix? Ah, na dann. Guten Tag. Was hätten Sie denn gern? Ja, was ich gern hätte, steht nicht zur Debatte. Klubner, mein Name, ich komme vom Magistrat wegen dem Hausabbruch. Na bravo, das ist halt nicht mein Tag. Ja, es tut mir leid, aber Sie müssen das Lokal räumen, ja, und zwar am 16. kommenden Monats. Das ist ja schon in 3 Wochen. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Und wenn Sie mir jetzt dann dort die Kenntnisnahme unterschreiben würden, Frau Schimmick. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich gefreut habe, wie ich den Trafik gekriegt habe. Und jetzt. Jetzt habe ich soeben mein Todesurteil unterschrieben. Hören Sie auf. Was heißt, hören Sie auf? Ich werde demnächst 50, altes Eisen. Das ist doch heutzutage kein Alter mehr, ne? Die Leute immer älter werden. Ja, und was haben sie davon? Wenn ich aufs Arbeitsamt gehe und sage, die soll mich vermitteln, dann lachen die mir ins Gesicht. Naja, ist ja wurscht. Was weine ich noch? Sie kennen ja nichts dafür. Genau. Gut, ich weiß nicht. Sagen Sie, jetzt ist aufheitern, wenn ich 10 Brieflose abkaufen würde? Eigentlich nicht. Nicht. Dann
Bitte schön. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen ein paar. Vielleicht haben Sie ein bisschen Glück. Nicht, dass ich Sie bestechen möchte. Das sage ich danke, gell? Sehr nett. Ich sage Ihnen ja was. Wenn es nach mir gehen täte, ja. Ich. Geht aber nicht nach mir. Es geht nach dem Abbruchantrag der Realkanzlei Wisslutsch. Ja. Na, ich box nicht. Haben Sie eine Million? Nein, aber 1000 Schilling. Das auch noch. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen das zurück, ha? Damit Sie wenigstens ein bisschen was zum Lachen haben, Frau Schimek. Was? Also dann, nichts für ungut wegen dem Haus. Wiederschauen. Ja. Ja, ich komm gleich. Es geht nicht. Bei aller Freundschaft. Was ihr euch da in Budapest geleistet habt, war tödlich. Zumindest beinahe. Wir kämpfen mit Händen und Füßen gegen das große F und ihr geht's hin und alles, was recht ist. Aber so geht's nicht. Nicht in Zeiten wie diesen. Ja, aber wenn ich mein Mandat im Landtag verliere, dann ist ja die Karenzierung hier und ich muss wieder in diese Depperte hinten im Stadtgartenamt. Du, das ist noch gar nicht sicher, dass du wieder den Stützpunkt Kaisermühlen leitest. Das musst du dir mit der zuständigen Frau Stadtrat ausmachen. Also, was heißt nicht sicher? Bitte, das ist mein angestammter Posten, Hansi. Angestammt gibt's bei uns nicht mehr, Rudi. Das war mal. Und dem neuen Bürgermeister spielt's eine andere Musik. Aber mein Bezirksrat dürft's mir nicht nehmen. Das ist eine reine Bezirkssache und geht die Zentrale nichts an. So, und jetzt bist du gut und entschuldigst mich. Ich muss nur einen Sprung zum Zentralsekretär. Mach nicht so ein Gesicht, Alter. Jetzt lassen wir erst einmal graus über die depperte Geschichte wachsen. Aber dass du dich in deiner Position unbedingt mit Huren abgeben musst und dich dabei wie der letzte Gescherde abstieren lässt, ist wirklich zum Ärgern. Also, Freundschaft, Rode. Blödsinn. Bei so einem Kaiserwetter geht jeder Kaisermühlner spazieren. Jeder ist ein bisschen übertrieben. Jeder. Nur du nicht. Weil du wegen der Hurengeschichte niemand mehr ins Gesicht schauen kannst. Ich kann jeden. Und du kannst jeden bei den nächsten Wahlen in Arsch reinkriechen, weil du so ein Feigling bist. Schau dir den Kneiser an. Der duckt sich vor niemanden. Der steht zu dem, was er gemacht hat. Aber der ist ja ein echter Ruder. Du mit deinen Roden. Ihr holt ja sogar noch zusammen, wenn ihr den größten Scheiß gemacht habt. Weil wir eben einen Charakter haben und es schwatzen nicht. Ja, das sagt sie. Steckt am 1. Mai die rote Fahne aus dem Fenster und lasst sie das ganze restliche Jahr von einem Schwarzen pampern und aushalten. Nimmt von einem charakterlosen Schwarzen haufenweise Geschenke an und... Ach, Nick, ich bin nicht der Mensch, der dir das vorrechnet. Mein Gott, na, rechnen muss noch vor. Was hab ich denn schon gekriegt von dir, die paar Ringel und die gefälschte goldene Rolex? Ein Ruder tät mir das nie vorhalten. Und du machst wegen der paar Sachen ein Mustrara. Bitte, streit mir doch nicht über Politik und den Wert von Geschenken, Mausi. Red mir doch über uns. Das tun wir doch eh die ganze Zeit. Ist ja wurscht. Also gehen wir jetzt spazieren, ja oder nein? Ich weiß nicht. Also gut, dann eben nicht. Solange ich nicht den neuen Pötzmantel hab, muss ich mich nicht unbedingt unter die Leute mischen. In meine alten Hodern. Bitte fang jetzt nicht wieder mit dem Pötzmantel an. Du hast noch drei andere wunderschöne Wintermäntel. Heutzutage tragt man überhaupt keinen Pelz mehr. Wer hat am Pelztag, der ist ein Tiermörder. Das sind Nepochanten, die sich keinen leisten können. Ich will doch eh nur den, den wir auf der Kärntner Straße gesehen haben, um 20% verbilligt. Kaufst mal? Muss ich schauen. Ein fesches neues Wintermantel aus Stoff wird dir viel, viel besser passen. Wie heißt diese holländische tote Hose, die was nur fette Weiber malt?
Der Rubens. Warum? Genau. Von dem hab ich ein Bild gesehen mit seiner fetten Schnauen mit Hühneraugen auf die Hammerzeichen. Und was der kann, das kann ich schon lang. Ich bin nicht fett, hab keine Hammerzeichen und Hühneraugen auch nicht. Sondern eine Figur, die was man im Playboy abfotografieren könnte. Als Venus im Pötz. Ah, was ist? Ich kaufe dir. Und wann? Also morgen. Bin wieder gut. Darfst mir ein Bussi geben? Also, da wirst du jetzt durchscheiden lassen. Sicher. Aber vor ein paar Wochen hast du noch gesagt, nach außen hin bleibt alles, wie es ist. Nach deinem Glanzstück in Ungarn schaut's anders aus, Rudi. Soll mir doch kein Mensch zumuten, dass ich nur eine Sekunde länger mit einem Menschen zusammenlebe, der es mir ekelhaft, darüber zu reden. Aber ich hab dich doch noch immer lieb, Wilma. Natürlich. So lieb, dass gleich der erstbesten Hure noch rennst. Aber ich hab doch gar nicht. Die Worten, die haben ja, die sind nicht arbeiten. Doch, wurscht. Das weiß ich. Na dann? Aber für die Schlagzeilen hat's gereicht. Und dich hab ich zum Abgeordneten machen lassen erst, dass gleich einen Skandal baust, der uns ein paar tausend Stimmen kosten kann. Ja, aber nur vielleicht. Was war's, Wilma? Wollen wir's noch mal miteinander versuchen? Hm? Einmal noch. Hm? Du spinnst ja. Du kannst jetzt probieren, wie es ist, allein. Ohne Frau, ohne Partei. Ich häng mich auf. Du hängst dich schon nicht auf, mein lieber Rudi. Du nicht. Du wirst eine andere suchen. Die dümmer ist als ich und sich alles gefallen lässt. Vielleicht eine von deinen Jugoslawinnen aus dem Kiosk. Die heiraten doch jeden österreichischen Deppen für eine Staatsbürgerschaft. 14:30, bitte sehr. Danke. Frau Schimek. Grüß Sie, Inspektor. Trautmann. Ah ja, Trautmann. Kaufen wir Seife für die Kaffeejausen? Nein, leider nicht. Wir sind dienstlich unterwegs. Beim Wirten nebenan, sonst letzte Nacht eingestiegen. Einen großen schwarzen bitte, aber kurz. Naja, Ihr Einbruch ist ja wenigstens geklärt. Die Versicherung schon zahlt? Ja, aber nur ein Teil. Aber das Haus, wo mein Trafik drin ist, wird angerissen in 4 Wochen. Das tut mir aber leid. Und wo werden Sie Ihre neue Trafik kriegen? Nirgends. Bin weg vom Fenster. In der Hauptverwaltung haben sie gesagt, dass nichts frei ist, aber Bewerber gibt es ja haufenweise. Naja, dann bin ich halt wieder mal am Sand. Das wird schon wieder werden. Sie haben leicht reden. Für Sie gibt es immer Arbeit. Leider. Aber es war schön, dass wir uns wieder mal gesehen haben. Also, ich wünsche schon gehen. Ist aber schade. Ich hab mir gedacht, wir könnten in Ruhe einen Kaffee miteinander trinken. Wieso? Sie haben doch eh einen Kollegen. Außerdem sind Sie doch im Dienst, oder? Naja, das schon, aber. Ich hab mir gedacht, wir könnten uns mal ein bisschen unterhalten. Allein. Ich meine, nichts Bestimmtes, nur ein bisschen reden so halt von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch? Sie kennen ihn doch gar nicht, außer vom Einbruch. Stimmt, aber können uns ja kennenlernen. Schaut langsam aber sicher, gehe ich von 50 zu. Ich hab alles gesehen, was es gibt. Zumindest ist alles schlecht.
Da möchte man manchmal über halt andere Sachen reden. Dazu habe ich leider nicht mehr. Ich meine, das ist, glaube ich, wie da auf besonders budgetierte Orten mit den Nauerbadeln. Außerdem weiß ich nicht einmal, ob sie nicht eh wen haben. Der ich hab keinen Mann, wenn's das meinen. Erst hat die was umgebrochen. Was? Ach so. Ja, und Freund hab ich auch keinen und eigentlich will ich auch keinen. Ich hab's auch nicht immer lustig gehabt. Naja, und mit meinen Kindern. Na gut, der Gustl ist aus dem Wasser, der ist verheiratet und hat das Kind. Aber die Ines, meine Tochter, die macht mir schon große Sorgen, weil sie. Ja, ich bin gefertigt, Werner. Na, also, wenn's wollen, können wir uns ja mal zusammensetzen und miteinander reden. Wirklich? Ja, aber nur reden. Wenn Sie wissen, was ich meine. Na, dann werde ich Sie anrufen, Frau Schimmel. Wenn ich darf. Wenn's wollen. Danke. Vorsicht. Also dann, wiederschauen, Herr Trautmann. Eiscreme! Juscreme wie Oldscreme vor Eiscreme, meine Damen und Herren. Schlägt dir die Sonne Kaliforniens ins Herz. Heute unser Eröffnungsangebot. 3 Kugeln, nur 12 Schillinge. 5 Kugeln zum Preis von 4 Kugeln, meine Damen und Herren. 5 Kugeln heute nur. Das sind 18 Schillinge. Halt doch der Goschen da drin. Der Schreier geht mir schon zager. Und die sind da. Meine Damen und Herren, wir lassen uns hassen, damit sie uns lieben. Eiscreme, California-Eiscreme, was ist? Hallo, schöne Frau. Na, wie war's mit einer Riesentüte, hä? Na, danke, aber hätten Sie vielleicht ein Taschentuch? Ja, das lassen Sie nicht vom Wind terrorisieren. Bitte schauen Sie mir ab. Vorsicht, Hunds drin mal. Wurscht. Schaut den an. Es lebt. Aber er traut noch. Der jeden Kittel wird er den töten. Ich kann ihm dann auf die Nacht die Essigpatscherl nachziehen. Da ist dann tote Hose. Vielleicht bist du ihm zu wenig aufreizend. Das gibt's nicht. Ich bin ein Vulkan in der Hafen. Der reinste Tornado. Aber wahrscheinlich sind die Männer nicht mehr drinnen. Komm, kaufen wir uns Eis. Jetzt spinnst du. Wer doch nicht dem Joschi sein deppertes Eis, für das ich ihm das Geld vorgestreckt habe, auch noch angekauft. Eiscreme, Eiscreme, California Eiscreme, schlägt dir die Sonne Kaliforniens. Hallo. Einen Antrag haben sie nicht gerade bei Ihnen, die Leute gingen ja alle vorbei. Ja, aber die Leute nicht wissen, was ihnen gut tut. Die Kalifornien fressen das ganze Jahr Eis. Magst du Eis? Danke, mir ist schon kalt. Aber nächste Woche, wenn Sie sehen, da zieht das Geschäft dann an. Weil die Wohl wird umgestellt. Ach so, auf was stellen Sie nun? Auf Sonnenöl und Luftmatratzen. Nein, frag gescheit. Ja, auf die Wintereissorten, nicht? Apfelzimt, Mohn, Maroni-Eis. Ja. Weißt du, was ein Schuss in den Ofen ist? Na was? Na du. Kauft mir jetzt Maroni. Und tschüss. So ist es. Was sich liebt, das neckt sich. Ah, die steht ja total auf mich. Das merkt man. Da kämpfst du mal Stanitzel. Ja, 3 Kugeln. Na bitte, eins genügt mir. Aber ich hab da die Arbeit im Stadtgartenamt habe ich da immer zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Das muss man da zugeben, Frau Stadtrat. Gebe ich ja zu, Rudi. Also, darf ich mich setzen? Wenn es sein muss. Weißt du, kannst mich da nicht irgendwo hin versetzen, noch selbst höher oder was weiß ich. Ich kann alles. Du bist ein ganz gewöhnlicher B-Beamter und kannst versetzt werden, wohin deine Dienstbehörde will. Hauptsache, es ist wieder ein B-Posten. Ich habe schon mit Michi geredet. Du wirst ab sofort zur städtischen Bestattung versetzt. Und dann hat sie die ganze Geschichte gehoben, für dich und für uns. Wow. Hast du das jetzt die Goldegasse? Nein, das ist ja die Zentrale. Du kommst in den Urnenhain, Rudi.
Da gibt's nur Tote, da kannst du keinen Blödsinn machen. Weil zu Leuten, was noch leben, kann ich dich ja nicht mehr lassen. So, ist das dein Ernst? Logisch. Zum Spaß ist mir jede Lust vergangen. Aber das kannst du ja nicht machen. Wir waren da miteinander bei den Roten Falken. Und dann bei der sozialistischen Jugend. Und jetzt lässt du mich fallen wie einer heißen Erdäpfel. Ich meine, nach all dem, was ich für die Partei getan habe, Tag und Nacht habe ich mich angekrackert. Und vor jeder Wahl, da habe ich wochenlang, bin ich nicht ins Bett gekommen. Das hast du jetzt in Budapest nachholen können, ne? Kopf hoch, Rudi. Sei froh, dass die ganze Geschichte so glimpflich über die Bühne gegangen ist. Na, wie heißt es in unserem Kinderfreunde-Lied? Regen, Wind, wir lachen drüber. Wind, Regen, wir lachen drüber. Im Urnenheim. So, was muss ich denn da machen? Leichen waschen oder verbrennen oder was? Nein, das nicht. Dafür fehlt dir ja die Qualifikation. Beere, kriege der Feuerzeug den Sinn. Bitte. 45. Danke. Sagen Sie, kennen ihn nicht von irgendwo? Nö, das kann schon sein. Wir kennen viel. Warten Sie. Jetzt nichts sagen. Lassen Sie mir nachdenken. Autobuschauffeur? Nein, schau ja so aus. Nein, Sie sind ja der Musiker. Richtig. Der genau, der im Schutzhaus gespielt hat und der beim Kudern irgendwie vom Spital haben kam. Ja, na, der klar. Sie haben ein Hirn wie ein Diamant, keine Frau. Danke. 55. Willst du, wieso? Schaut so der Benner so leer aus? Muss ich mal Trafik zusperren, das Haus wird angerissen. Na bravo. Das sag ich auch. Aber was soll man machen? Na gar nichts. Kränken Sie doch nicht, dass Sie ein Haus niederreißen. Die Trottel reißen ja alles nieder. Solange bis Wien ausschaut, wie die ganzen anderen Arschlochstädte auch. Ohne Gesicht. Wie so eine riesige Bienenwaben, so ein Ameisenhaufen. Nicht? Oder glaubst du, dass heutzutage nur irgendwer ein Gespür für was hat? Keine Sau. Nicht? Früher hat es Menschen gegeben, aber heute nur mehr Demolierer. Bitte. Wiederschauen. Recht haben sie. Mach die Tür zu, komm. Ja. Wir sind, Kollege. Bei uns wird's dir gefallen. Glaubst? Na sicher, ich weiß das. Schau, ich könnte ohne die Toten gar nicht mehr leben. Aufrichtig. Ja, und was mache ich da? In der Kanzlei sitzen, oder? Nein, da sitze schon ich. Auf dem Posten kannst du erst kommen, wenn ich gestorben bin oder in Pension gehe. Nein, du wirst als Zeremonienmeister beginnen. Was mache ich da? Muss ich da Reden halten, oder? Nein, dafür haben wir die Leichenredner. Du machst im Prinzip eigentlich gar nichts. Am Beginn der Zeremonie stellst du dich halt hin, nimmst die Blumenspenden der werten Trauernden entgegen, lässt das um einen Sarg drapieren und schreibst die Spendernamen auf. Und nachher, wenn es soweit ist, schaust du, ob der Sängerchor da ist, ob alle Kerzen umbrennen, dass alles schön feierlich ist. Und dann wartest du am Ausgang, schaust mitfühlend und hältst pietätvoll die Hand auf für so allfällige Trinkgeld. Und dann, das ist alles? Ja, was willst du sonst machen? Willst du dich mitverbrennen lassen? Mein Gott, so. Es gibt nichts Schöneres, als wir am Friedhof arbeiten. Ich weiß nicht. Wirst sehen. Eine ruhigere Kugel, als wir die Feierhalle gibt's ja nicht. Ja? Bei uns ist alles Pietät und Harmonie, ja. Agmade Wiesen. Das ist besser als wie, was weiß ich, Bürgermeister sein, sie alle mal herumstreiten müssen. Wenn einer gestorben ist, dann gibt er eine Ruhe. Und die Hinterbliebenen sind froh, wenn alles problemlos abgelaufen ist.
Wenn wir gerade bei Problemlos sind. Deine alten Probleme wirst du bei uns auch nicht mehr haben. Was für Probleme? Naja, man hört ja, dass du außer dieser Budapester-Geschichte auch noch mit deinen Tschuschengärtnerinnen, so eine Vergewaltigungsgeschichte. Bitte, das stimmt überhaupt nicht. Jedenfalls habe ich damit überhaupt nichts zu tun gehabt, ja? Na, wie auch immer, die toten Weiber sind alle gleich schier, egal ob sie alt oder jung sind. Deshalb kommen bei uns Anfechtungen sexueller Natur eher selten vor. Ah, guten Tag, Frau Schimek. Könnte ich Sie kurz sprechen? Wenn Sie unbedingt wollen. Ich nehme an, Sie wissen, wer ich bin. Sie sind der Bezirksrat von die Freiheitlichen und lassen mich Trafik anreißen, weil Sie mit dem Grundstück spekulieren. Oh, bitte, 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 Frau Schimek, entschuldigen Sie, so kann man das nicht sehen. Das, was ich Ihnen zu sagen habe, ist äußerst wichtig. Also? Also was? Es handelt sich im anderen um Ihre Trafik. Also sagen Sie mir erst das andere. Es handelt sich eigentlich nur um Ihre Trafik. Schauen Sie, Frau Schimek, ich weiß, dass Sie eine ehrliche und eine wirkliche geschäftstüchtige Frau sind. Und deshalb möchte ich Ihnen auch helfen. Jetzt wollen Sie mich pflanzen? Helfen? Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Jetzt habe ich keine Trafik mehr und ich kriege keine. Na ja, vielleicht doch. Frau Schimek, schauen Sie, in dieser Stadt geht ohne unsere Partei im Prinzip nichts mehr. Ich bitte, in diesem Bezirk hier, hören Sie mal zu, wird gebaut und es wird auch in Zukunft immer weiter gebaut werden, auch gegen den Widerstand der Altparteien. Wir werden dafür sorgen, dass es in diesem Bezirk neue Wohnanlagen und neue Geschäftszentren gibt mit Trafiken. Na und? Wenn Sie eine Trafik haben möchten, dann lassen Sie uns das wissen. Wir veranlassen das dann für Sie. Und was müsst ihr dafür tun? Gar nichts. Ich meine, wir machen doch keine Korruptionsgeschäfte wie die alten Systemparteien. Bei Ihnen wird doch viel diskutiert und politisiert. Naja, da bitte, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die keine eigene Meinung haben, hm? Die ihre Meinung übernehmen zu dem einen oder anderen Thema. Und ich sollte in der neuen Trafik dann ein bisschen Propaganda für Ihre Partei machen? Frau Schimek, Propaganda, was ist denn das für ein Wort? Sie sollen nur die Wahrheit über die alten Parteisysteme sagen, das ist alles. Na ja, bitte. Und, wenn es sich ergibt, vielleicht das eine oder andere gute Wort für uns, nicht? Oder eine Empfehlung? Ich sage Ihnen jetzt was. Ich habe euer Volksbegehren gegen die Ausländer nicht unterschrieben. Dafür war ich beim Lichtermeer, weil ich bin für alle, die da leben. Wurscht, ob ihn oder Ausländer. Wenn es ein anständiger Mensch ist, dann bin ich für ihn. Sie mögen vielleicht privat ein netter Kerl sein, aber wenn Sie politisch werden, da geht bei mir das Gimpft auf beide Ohren. Telefon, wiederhören. Ja? Sind so Sautrudel, das ist... Ganz Kaisermühlen sind Volltrottel, Marone fressende Volltrottel. Du bist da Trottel. Hallo, schöne Frau. Was ist los? Kann ich Ihnen helfen, oder? Ich meine, ich habe schon eine psychologische Erfahrung, also... Die haben es sicher in Amerika gemacht. Ah. Nein. Im Häfen. Aber das wissen sie vielleicht auch. Das weiß ich. Ist wegen einem Doktor, gell? Der Wolfgang ist der Meinung, er und ich passen auf der intellektuellen Ebene nicht zusammen. Ein Arschloch, weißt du? Jetzt, wo ich ihn ein paar Monate angeredet hat. Das ist so typisch. Jeder Mann ein geiles Hundsfisch. Glaub mir, das ist, sprich aus Erfahrung, wie glaube ich. Ist Ihnen so kalt? Jetzt hab ich ihn reif auf die Knochen. Was ist los? Das Kapperl. Was? Ach so. Gut, dass ich mich wieder aufsetzen soll, weil sonst fangen sie mir ins Wanner wieder an. Mit lieber aufsetzen. Jetzt haben wir ein Problem mit zwei, gell? Fast ja. Das ist so wie es. Setz leid, gell? Was machen sie denn? Ich pack meine Sachen zusammen. Tut mir wirklich leid.
kann ich mir vielleicht nicht zusammenpassen, dann nehmen wir das. So, haben Sie einen sehr gern gehabt, oder? Scheiße, gell. Warum sind Sie nicht so kotzibar? Wenn mir nicht das passiert, was Ihnen gerade passiert. Und außerdem, ehrlich gesagt, möchte ich nie von einer Frau abhängig sein. Und verstehen, was ich meine. Herr Täubler? Am Apparat? Wenn Sie wollen, können Sie ja derweil mein Untermieter sein. Und im Kabinett schlafen und im Zimmer. Streng getrennt und ohne Aussicht auf was. Bis wir was Besseres gefunden haben. Naja. Ich meine, ist das jetzt Ihr Ernst? Ist jetzt da zu Ihnen einfach einziehen, oder? Ich meine, wie ist es so auf einmal? Fragen Sie nicht, ich weiß selber nicht. That's life, wie man in Amerika sagt. Weiß ich nicht. Ich war ja nicht in Amerika. Franzi! Guten Tag. Guten Tag, Franzi, haben eilig. Franzi müssen in Geschäft, sperren Sie uns zu. Franzi brauchen Essigurkel für Nachtmahl, Eiernuckel. Du lässt dich überhaupt immer mehr ausschauen bei mir und beim Bezirksrat. Der schaut mir manchmal so an, als ob er fragen würde, was ist denn mit dem Franzi? Guter Nack, Bezirksrat ist tot. Bezirksrat nicht mehr leben. Guter Nack, Bezirksrat ist gestorben. Guter Nack, Franzi wissen. Ja, ich weiß schon, dass er nicht mehr, lebt. Ich tue jetzt so, als ob er noch lebt, damit ich Anspruch habe. Du kommst ja auch nicht mehr. Du lässt mich im Stich. Franzi Kudernack nicht im Stich. Franzi viel zu tun. Franzi Arbeit. Viel Arbeit. In Wohnung, in Firma. Franzi Stress. Es ist ein bisschen Zeit, wirst du doch für deinen alten Freund haben. Aber so ist es halt. Aus den Augen, aus dem Sinn. So ist der andere Freund. Brauchst den alten Kudernack nicht mehr. Kudernack, das nicht stimmen. Franzi gerne kommen wollen, nur Franzi keine Zeit momentan. Warum Kudernack nicht kommen in Wohnung von Franzi? Kommen und alle sich freuen. Kudernack kommen, wirklich. Ja, Kudernack kommen. Geh jetzt. Servus, Franzi. Bitte deine Essigurkel. Kudernack kommen. Bestimmt. Es tut mir wirklich leid, dass mit dir und mit deinem Doktor aus ist. Also das macht er nie, mein Abdul. Ich meine, der kommt ja auch aus Ägypten. Und dort ist alles anders. Ich bin aber nicht in Ägypten, sondern in Kaisermühlen. Na, wenigstens kannst du wieder zurück in deine Wohnung, die hast du ja noch. Schon. Aber da wohnt doch jetzt der Täubler drinnen. Ja, dann schmeiß ihn raus. Und damit fertig. Sollte ich eh. Aber dann tut er mir wieder leid. Vielleicht mache ich es von Anfang so, dass wir alle zwei drin wohnen. Bis er was anderes gefunden hat. Was sagt's denn dazu? Das tät ich nicht an deiner Stelle, Sabine. Und wenn er mit dem Einzelschmäh kommt, ins Bett gehen auch und so? Der Täubler ist da sehr korrekt. Bis jetzt. Er wohnt im Kabinett so als Untermieter. Und das ist aber auch nicht das Wahre. Für mich kommt man vor, gibt's überhaupt nichts Wahres. Ich hab kein Glück mit den Männern. Wer hat das schon? Ich kenn niemand. Entweder rennen sie davor, die Mannsbilder, das ist ungut. Oder sie bleiben, obwohl wir es gar nicht wollen. Das ist noch unguter. Eine Mami sollte man sein. Und sie von hinten und vorn bedienen lassen. Also ich möchte kein Mann sein. Als Mann, da könnte ich ja nie den Abdul heiraten. Warte lieber ab, ob es das wird mit einem Abdul. Also nur weil ihr zwei nichts gerissen habt, lasse ich mir den Abdul nicht schlecht machen. Der Abdul ist halt eben anders als die anderen. Ich werde eine Frau Doktor sein und in einer großen Villa in Kairo wohnen. Also ich bin gern eine Frau. Und wenn du das nicht gern warst, warst trotzdem eine, du Gurke. Mahnungen. Nix wie Mahnungen. Du krachst wie ein Kaisersöhne. Zusperren kannst.
Also, wenn man eh so vorgestellt, dass ich bei dir voll eifer wie Ransa. Aber du bist doch nicht eingefahren, Mausi. Wir sind doch füreinander die Liebe unseres Lebens. Von der Liebe kann man aber nicht leben. Von einem Geschäft aber schon, von einem Posten in der Wirtschaftskammer auch. Aber das Geschäft hast du in die Erde geführt und aus der Kammer bist du rausgeschmissen worden, bevor du überhaupt noch drin warst. Also, ich kann wirklich nichts dafür. Das Geschäft geht immer schlechter, weil jeder Supermarkt meine Preise unterbietet. Und bei der Bürgschaft bin ich vom Täubler betrogen und von der Bank ausgeraubt worden. Und in Budapest war wirklich nur der Kneißer schuld. Ich bin halt nicht zum Glück geboren, Maus. Ja, ich auch nicht. Aber du bist zusätzlich auch noch ein Trottel. Wenn's eine Olympiade für Versager gäbe, hättest du leichtiger, oder nicht? Also bitte, sag doch nicht sowas. Bei dir bin ich doch kein Versager, oder? Und wenn du nicht heiratst, schon? So, wenn du sonst schon nichts kannst, warum heiratst du mich denn da nicht wenigstens an? Weil, mein Gott, fang doch nicht schon wieder an. Das Thema haben wir doch schon längst abgehakt. Du vielleicht, aber ich nicht. Und ich werde es auch nie anhaken. Ich lass mich doch nicht von einem Mann in die Hapfen schleifen und gebe meine ganze Jugend her, wenn nichts dabei ausschaut. Und darum wirst du mich auch heiraten, und wenn ich dich auf alle Viere aufs Standesamt schlepp. Barmherziger Gott, warum hast du mich auf die Welt kommen lassen? Weil deine Mutter für deinen Vater die Füße aufgestellt hat. Ganz einfach. Der Origenes hat ganz recht gehabt. Wieso? Wer ist denn das? Ein Mönch. Und der hat sich seinerzeit sein Zupferl abgeschnitten, damit er von die Weiber endlich eine Ruhe hat! Was ist denn da los? Nur eine Schaltung. Nona. Ach so. Robert, das ist Professor Hubert Haubenstock, Jahrgang 1902. War ich schon völlig der alte Knacker. Und deshalb spielst du ihm diese nervenzerfetzende Negermusik, dass mit die Witwe vom Wirten herüberschleift und fast nachschmeißt den Ofen vor Zuhren? Wie meinst du? Hui, wie da hab ich mich in der Zeile geirrt. Ja, ja. Und dem Chunky um eine Elfe, wie du das da vorspielst, du bist doch wirklich blim-blim. Also bitte, so kannst du das nicht sagen. Das ist ja erst mein zweite Einschulung. Du kannst doch da nicht rauchen. Das ist doch pietätlos. Es ist gleich aus. Ich muss aber noch mal schauen. Das hättest du früher überlegen müssen. Stehgrad. Wenn das Entschwinden des Sarges das Ende der Zeremonie anzeigt, hat sich der Zeremonienmeister zur Tür, respektive zum Tor der Aufbahrungshalle zu begeben und durch aufrechtes Stehen, aber leichten Neigen des Kopfes die Hinterbliebenen zu entlassen. Sein Gesicht soll dabei mitleidigen Ernst ausdrücken. Das sind die Bestattungsrichtlinien. Ja, Paragraph 16 Absatz D und der F. Jetzt reiß dich zusammen und wehe, ich höre noch was von dir. Scheißlich. Und gut ist das. Weit habe ich es gebraucht. Nein, gestorben ist er noch nicht, der Kneißer, aber auf den Zentralfriedhof haben sie ihn versetzt, strafweise wegen der Budapester Hurengeschichte. Ja. Ja, natürlich gibt's noch was Neues, Frau Pippa.
dem Fußballer seine geschiedene Abwe. Seine geschiedene Frau, die ist jetzt ganz dick mit dem Täubler. Aha. Mein Gott, von dem Täubler habe ich Ihnen schon x-mal erzählt. Das ist der, der sich das Fitnesscenter aufgemacht hat und auch wieder damit zugrunde gegangen ist. Ja. Und wer weiß, ob es die zwei nicht schon ewig treiben. Aua. Aha. Ja, vielleicht war es auch gar nicht der Pacho de Schottl, der seine Biffkinese mit dem Bladenleitner in sein Biotop eingearbeitet hat. Der Teufel und die Leitner sind stille Wasser. Deshalb habe ich auch einen anonymen Brief an das Kommissariat geschrieben. Ach, ja, dass möglicherweise die zwei, möglicherweise die Verschwundenen irgendwo in Kaisermühlen zerstückelt vergraben haben. Ne? Na? Hallo? Na, aufgelegt hat's. Weiß, was wissen wir, und legt auf. Auf! Ah, wie mein Basti, ein gutes Himmel, Basti. Ja. Du gehst noch aus? Na, das siehst du ja. Und wohin, wenn man fragen darf? Zu den 99, damit's 100 sind. Man hüllt sich in Geheimnisse. Man hüllt sich in gar nichts. Ich fahre in die Stadt, ein bisschen Auslang anschauen und Luft schnappen. Ich war schon so lange nicht mehr im ersten Bezirk. Ich auch nicht. Die sind nichts anderes als bei uns. Aber bitte, wenn du eine Freude hast. Ich hab eine Freude. Vierte. Vierte? Auslang anschauen. Das sind die Wechseljahre. Da kommen die Frauen in Wallung und kriegen komische Gusto. Als ob es bei uns in Kaisermühlen keine Auslung gab. Dann bestellen wir noch was. Mhm. Vor allem einen Campari Soda und für mich einen doppelten Cognac. Ja, bitte gern. Sie wissen ja, Frau Schimmig, Träume sind Schäume. Ja, ein Loch habe ich da Welt haben. Und was war? Prag. Sie hat mich ans gehabt. Na. So arg wird schon nicht gewesen sein, Herr Trautmann. Doch, Frau Schimmig, doch. Jetzt sind sie halt ein bisschen verbittert, weil sie sich gerade nicht aussehen. Ich meine, was soll denn ich sagen? Ich habe auch meine Träume gehabt. Wissen Sie, ich sage immer zu mir, obwohl ich ja alt drum bin, sage ich immer, geht die nicht nachlassen. Ich meine, es gibt doch nicht einen Menschen, der nicht einmal ein bisschen Glück hat. Hm. Ja, vielleicht sollten wir es gemeinsam probieren. Mir? Nein, das ist nicht, war das nicht so, wie wenn zwei Leute ins Wasser gefallen sind, sie retten wollen, obwohl sie nicht schwimmen können? Was meinen Sie? Ja, wenn schon das saufen müssen, dann wenigstens nicht jeder für sich allein. Danke. Danke. Auf Ihr Wohl. Prost. Wissen Sie was? Ich kenne da so einen Schamelmusiker, auf den seine Musik steht, unheimlich. Da könnte man eigentlich zu einem Konzert aber miteinander gehen. Ja, gern. Sehr gern. Ich weiß, Frau Schimmig, ich habe versprochen, dass ich nicht mit Ihnen anbandeln werde. Und jetzt will ich da. Ja, wollt ihr es nicht wenigstens probieren mit mir? Wissen Sie, mal schon ein bisschen Zeit lassen. Also, hopp, hopp, geht das bei mir nimmer.